Hallo Freunde der Spiegelton, willkommen zurück bei Stonehearth. Ich mache jetzt mal eben einen Speicherstand überschreiben. Weil wir haben noch denselben Aufnahmeabend. Ich mache jetzt eine Folge weiter, Stonehearth, weil ich einfach diese Siedlung retten will. Kann ja nicht sein, dass wir hier so am Arsch sind. Die Leute wollen auch nicht vernünftig arbeiten. Und jetzt habe ich es auch verstanden, mit diesem Tool, was ich, das Tool muss ich benutzen. Klappt ja wunderbar nicht. Könnte ich in das bestehende Gebäude ein Loch machen? Auch nicht. Tja, gebaut ist gebaut. Anscheinend. Wenn es nicht gebaut ist, dann kannst du in der Planung noch Löcher reinmachen. Fuck. Entschuldigung. So, ich verzichte jetzt erstmal darauf, eine Wand aufzubauen. Wir haben gerade genug andere Probleme. Da hat sich ein... Moment, lass mal eben nach Beruf wechseln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leute haben wir, die im Moment reine Arbeiter sind. Dann machen wir noch einen weiteren zum Kräuterarzt. Die können sich ja ihre eine Kräuterhütte teilen. Der Kräuterarzt kann sich um bis zu 2 Halflinge gleichzeitig kümmern. So, endlich mal alle, ohne dass irgendwelche Herzen hier falsch gesetzt sind oder was auch immer. Also nicht falsch gesetzt, sondern dass die irgendwie angepisst sind oder kaputt überwiegend. Geht's einfach jetzt gut. So, 2 Pflanzen könnt ihr noch abernten. Und dann sollte das ja erstmal reichen mit dem Kräutertypen. Den ziehen wir mal vor. ...15 Fleischbraten. Ziehen wir auch mal eben vor. Ich hätte gerne hier in der Übersicht noch die Info, ach, warum bist du denn so traurig? Es läuft nicht so, wie ich es gerne hätte. Vor tödlicher Wunde gerettet, genießt eine Brise, um sein Leben gefürchtet und leichte Schmerzen. So, jetzt hat der nämlich einen vollen Kettenpanzer und das Stahlschwert mal ausgerüstet. 7 Stahlbarren. 3 Eisenhelme. Warum sollte ich einen Eisenhelm haben für Stahlbarren? Ja, die wird er mir geben. Was soll ich denn damit?
Inbegriff des Helden. Silberrüstung. Stahlschild. Ich hab doch gesehen. Goldflocken. Die Goldflocken stellt doch. Er her. Ich schlage einen Goldbarren, um die Goldflocken wieder rauszubekommen. Bronzereif für den Kleriker. Eisenreif können wir ja nicht. Aber den Stahlreif können wir auch schon mal herstellen für ihn. Ich glaube, jetzt wird alles wieder gut. Beziehungsweise es kann ein bisschen besser laufen. Auch wenn die Gegner einfach 800 Leben haben. Ich habe ja den Goblins bis jetzt immer gut geholfen. Dennoch mögen sie es an. Ah, dennoch werde ich hier einfach angegriffen. Stufe 6. Stärkere Pfeilangriffe. Steigt mal weiter im Level auf. Naja, hoffentlich. Wo ist eigentlich der Rest unserer Truppe? Ach, da hinten stehen welche. Da fängt die Scheiße jetzt wieder von vorne an. Leute, könnt ihr nicht einfach den Heiler töten? Danke. Das ist nämlich total super. Jetzt soll den anderen. Und dann wird das nämlich kein Problem sein. Und unser Kleriker, da sieht man einfach, was das ausmacht, wenn man einfach einen Heiler hat. Und den Rest können die jetzt so easy going einfach niederbrezeln. Brezeln. Wenn einer der Kleriker das richtige Level hat, werde ich ihn auch direkt zu einem. Eigentlich der Kleriker. Achso, die Kräuterärzte könnten sogar schon. Wir werden wahrscheinlich nur ein weiteres Buch herstellen müssen. So, Kleriker hat Level 5 erreicht. Erhöht die Stärke aller Anwesenden.
So, jetzt können alle kommen, die wollen. Dir würde ich gerne ein Schwert noch geben. Was müssen wir erst produzieren? Ja, da vergesse ich immer, wer was macht hier. So. Rohes Wildschwein, 41 Steinbrocken. Das könnte sogar sein, dass wir das alles schon so haben, ja. Befrieden wir die Goblins. So, da hat einer Kräuterarzt Stufe 2 erreicht. Dann würde ich... Ah, nee. Moment, zurück. Du bist kein guter Kämpfer, du hast nicht wenig... Also du hast relativ wenig HP, aber als Kleriker kannst du dich ja ein bisschen zurückhalten. Macht ihr Liebe miteinander? Es wäre sehr süß. Ihr macht das alles toll. Ritter und Fußsoldat auf Stufe 3 können das ausrüsten. Dann können wir direkt 3 Stück davon herstellen. Das ist Verteidigungswert von 8. Für den Stachelköcher müssen wir noch ein paar Lederfallen herstellen. Machen wir auch direkt 5. Moment mal, was hast du denn jetzt gemacht? Ach so, er hat sich umgerüstet und hat direkt ein bisschen Ausrüstung geholt, damit er nicht mehr so schwach daherkommt. Sehr schön, wir holen wieder ein bisschen Eisen aus der Mine. Aber natürlich auch unzählige Steine, die wir nicht benötigen. Obwohl, für die Stadtmauer können wir sie vielleicht doch gebrauchen. Olva Frostweaver, die neue Klerikerin. Der muss jetzt auch schon wieder leveln.
Und ich weiß, ich muss die Mission eigentlich abschließen. Und kommen die dazu? So, und jetzt können wir uns Gedanken machen, bau eine Mauer. Sie muss ja auch nicht dick sein. Dick und lang. Hier sehen wir übrigens auch einen ganz schlimmen Fehler. Ist eigentlich echt ein Unding, dass der Fehler in der 1.0 Version drin ist. Dass wenn ich den hier hinten aufsetze, geht der immer ein zu weit rein an die Wand. Breite Mauern können wir uns nicht leisten. Und anderer schöner Fehler, beziehungsweise nicht Fehler, ist vielleicht das falsche Wort, aber dass wir nicht direkt auf die Höhe von zum Beispiel hier der Mauer, wenn wir da dran gehen und den drehen, dass er halt sich nicht frontal dazu aufbaut, sondern seitlich. Ich habe eine bessere Idee. Ich glaube, der war auch 4 breit dann. Obwohl, als Fehler kann man es nicht sehen. Ich glaube, jetzt die Zinnen ziehen automatisch rüber auf die andere Seite. Aber so kann man es dann auch noch ganz nett zusammensetzen. So. So, einfacher Kleidungshändler ist gekommen. Da sind die 3 Schilde fertig geworden. Wo ich die Truhen verkaufe. Wir haben ja zwischendurch auch, glaube ich, genau, hier so ein Haufen Stühle hergestellt, damit der Holzverarbeiter ein bisschen besser wird. Ich denke, so können wir das Teil aufbauen einfach, ne? Ich mache hier noch ein Loch rein, weil ich würde gerne hier an der Ecke dann einen Turm aufbauen. Aber es wäre erstmal die erste Mauer. Oh, ich habe außerdem ein rohes Wildschwein verbraucht. Ja, dann können wir die Goblins gleich nicht befrieden. Müssen wir kämpfen. Oh, jetzt gibt's doch nicht. Jetzt habe ich einen... Geil. Stonehass, Positionierungsfehler, Absturz. Das kann nicht der Zustand des Spiels sein. Erstmal ohne Scherz. Es gab auch direkt eine Hotfix-Geschichte. Was jetzt noch besser ist, jetzt habe ich natürlich, weil ja Autosave gemacht wird, ist das natürlich eine ganz tolle Sache. Nur wird meine Wand jetzt wieder weg sein. Warum baut man eigentlich irgendwas auf?
Danach stürzt das Spiel einmal ab und dann ist es eh weg. Ah, mein Entspannungsspiel entwickelt sich zu meinem Depressions- und Aggressionsspiel. Ich merke, wie es in mir, das Feuer in mir brennt. Ja. Toll. Niemand will es je verlassen, es macht Notevakuierung umständlich. Moment, das kann weg. Mal eben schauen, da hat man die drei Bogenschützen. Okay, die beiden Schwertkämpfer sind auch schon. Plus die zwei Kleriker. Kräuterkunder ist alles drin. So. Na, weg damit. Die Schilde habe ich anscheinend auch hergestellt, weil die Goldflocken weg sind. Und jetzt kann ich noch Stachelkocher herstellen. Obwohl, lass das mal lieber. Wäre natürlich geil, wenn ich Feuerkocher fertig bekommen würde. Dafür müssen wir aber ein bisschen noch üben mit dem Herrn hier. Wo ist denn der Eggen? Okay, der ist kurz vor Level 5 und ich brauche natürlich Level 6. Oder war doch? Nee, Level 5, okay. Keine Ahnung, wofür man Spielzeug braucht, weil es gibt keine Kinder. Also gleich kommt bestimmt der Angriff noch, ne? Ach, was ein Schwein. Das Ding steht ja noch. Nur, dass der Baustart fehlt. Ja, vielleicht ist das Spiel auch abgestürzt wegen der Supergeschwindigkeit. Man soll ja eigentlich nicht in der Geschwindigkeit spielen. Also ist halt experimentell, schon seit Ewigkeiten. Rötenkastanie. Blumen, die ich normalerweise nicht hier bekomme. Du Dummkopf, nicht machen meine Sachen, verderben, verderben für alle. Dafür musst du erstmal kommen. Was haben natürlich die wundervollen Leute als erstes gemacht? Sie haben sich natürlich in dem Raum eingesperrt. Wird nicht. Und ich baue nur eine dämliche Mauer. Natürlich hätte da im Mittelbereich hätte ich die Mauern einreißen können. Dann wären sie vielleicht ein bisschen besser drauf gewesen. Ich bin mal gespannt, wer nachher in der Mauer feststeckt. Obwohl, Moment, bevor jetzt total der Super-GAU gleich ist. Kann ich schon nicht mehr machen, weil die Produktion läuft, ne? Dann weiß ich nicht, warum man den Bau pausieren kann. Oh, guck mal, ein Goblin-Trupp erscheint. So hoch da.
Wäre es nur die 2? Und das war der Goblin-Angriff, der einfach 10-mal einfacher ist als alle komischen Raids, die hier gemacht wurden zwischendurch von unterschiedlichen Gegnern. Warum greift denn jetzt das dämliche Huhn da an? Was eine unfreundliche Armee. So, 5 schwere Verband. Kann ich das überhaupt machen? Noch nicht, weil der Kräuterkundler da noch nicht gut genug ist für. Vier Stahlbarren gegen 3 Eisenrüstungen. Das machen wir mal. Weil unsere Schwertkämpfer könnten Eisenrüstungen gebrauchen auf niedrigen Stufen. Was wollt ihr jetzt eigentlich? 4 Stahlbarren, ne? Gut, da ich so gar keinen Eisen im Moment mehr habe, um Stahlbarren herzustellen. Deshalb hoffe ich, dass ich vielleicht noch ein bisschen was im Lager habe. Das wäre so Hammer, wenn sich jemand da eingesperrt wird, während die hier oben das Dach drauf machen. Tja. Sind aber zeitlich schon wieder am Ende. Viel Fluch und viel Schmu um nichts. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Stonehearts. Naja, vielleicht schaffen wir noch eben die Mauer hier fertig zu stellen. Wäre ja schon mal eine angenehme Nummer. Und hatte ich nicht hier hinten die Sachen rausgenommen noch? Ah. Das Bauprojekt war nicht ganz fertig. Ist auch egal. Da kommt eh der Turm dran und schon gut ist. Hauptsache, die lassen die Hälfte des Baumaterials auch immer oben stehen, ne? Beten die gerade das Haus an, weil sie sich freuen? Anscheinend.